Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, um einen Vortrag über Freundschaft zu geben. Ich habe mich mehrere Möglichkeiten überlegt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, wirklich über meine eigene Erfahrung von Freundschaft zu reden in der Vergangenheit, sowohl vielleicht vor meiner buddhistischen Zeit als während meiner buddhistischen Zeit. Letztendlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe dafür gewählt, ja eigentlich über drei Sachen zu reden. Erstmal die Rolle der Freundschaft im Buddhismus anzudeuten, ja, wie wichtig es ist und warum es Freundschaft gibt. Dann das Zweite ist, mal zu untersuchen, was Freundschaften ist, und besonders was spirituelle Freundschaft ist und warum ist eine Freundschaft spirituell. Und das Letzte dann nochmal anzugucken, wie kann man spirituelle Freundschaft praktizieren, wie kann man es üben. Ja, und dann will ich dann damit anfangen, etwas zu sagen über die Rolle von Freundschaft im Buddhismus. Und damit, dann will ich sofort einsteigen in eine kleine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten Leute, die sich schon mal ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt haben, schon gehört haben. Eine sehr bekannte Geschichte, die auch immer wieder wiederholt wird. Aber in diesem Rahmen ist es auch so relevant, dass ich es auch jetzt wiederholen werde. Und das ist eine Geschichte, wo der Buddha und Ananda miteinander reden. Ananda war für über viele Jahre der feste Begleiter des Buddhas. Ja. Ich glaube, über 20 Jahre war er ständig mit dem Buddha zusammen und war, soweit wir sehen können, der beste Freund des Buddhas. Und weil die beiden sehr stark miteinander befreundet waren und Ananda auch eine Ahnung davon hatte, dass Freundschaft im spirituellen Leben wichtig war, hat er den Buddha mal darauf angesprochen. Er hat dem Buddha gesagt, ach, Buddha, spirituelle Freundschaft, das ist doch eigentlich die Hälfte des spirituellen Lebens. Und dann hat der Buddha gesagt, nein, Ananda, du erst dich. Freundschaft ist das ganze spirituelle Leben. So, diese kleine Geschichte deutet sofort an, wie wichtig Freundschaft ist, ja, im Buddhismus. Freundschaft wird hier von dem Buddha beschrieben als, ja, das ganze spirituelle Leben. So, alles im spirituellen Leben kann man übersetzen in Freundschaft, ja, in Begriffe von Freundschaft. Und ohne Freundschaft gibt es kein spirituelles Leben. Ich möchte jetzt noch eine zweite Geschichte erzählen, die die Rolle der Freundschaft im Buddhismus andeutet. Und diese Geschichte kommt aus einer alten buddhistischen Schrift, ein Sutra. Und das Sutra heißt das Meghya Sutra. Vor Ananda mit dem Buddha zusammen war, hatte der Buddha auch andere Mönche, andere von seinen Schülern, die so Zeiten mit ihm verbracht haben. Nicht 20 Jahre, waren im Allgemeinen kürzere Zeiten. Es hat eigentlich eine Weile gedauert, bevor der Buddha jemand gefunden hat, womit er wirklich so eine lange Zeit zusammen sein konnte und wollte. Aber eine von diesen Personen, der den Buddha begleitet hat, war Meghya. Und der Eindruck, der wir kriegen aus diesem Sutra, ist, dass Meghya auch noch relativ junge und unerfahrene Schüler des Buddha ist. Und Meghya ist mit dem Buddha zusammen, sie sind nur mit zwei in diesem Zeitpunkt. Und ein bestimmter Morgen kommt Meghya zum Buddha und sagt, ja Buddha, ich möchte gerne rausgehen zum Dorf, um Almosen zu sammeln. Das ist vielleicht eine nette Formulierung, um zu sagen, ich möchte gerne Frühstück haben. Ja. Er möchte gerne ins Dorf reingehen, um rumgehen, an den Häusern entlang, um seine Nahrung zu betteln. Und der Bruder sagt, okay Meghya, wenn du glaubst, dass das für dich jetzt richtig ist, mach das. Und Meghya geht ins Dorf rein und sammelt seine Almosen. Und dann auf dem Rückweg kommt er an einem kleinen Wald, an einem Hain, ein Mangohain entlang. Und dann denkt er, das sieht hier so toll aus, so angenehm hier, es ist ruhig, es ist kühl hier wegen den Bäumen, die Sonne strahlt hier nicht so stark. Hier könnte ich wirklich gut meditieren. Seine Erfahrung ist wahrscheinlich, dass wenn er so zusammen mit dem Buddha ist,
Nou, zijn meditatie is vielleicht nog niet zo goed, er is nog relatief onervaren. En de versuchtation had dan problemen en denkt, wenn ik nur die richtige Bedingungen hätte für Meditation, dan würde es klappen, ja. Wenn ik nur nicht die Sonne hätte hier, also, ik mag een bisschen meer, ja, een bisschen meer grün om mich herum und vielleicht nochmal ein kleiner Fluss, die da geht, ja, dan, dat de Geräusch is auch so schön. Wenn ik das alles habe, dan kan ik richtig meditieren, ja. Also, er findet diese Mangohain und denkt, hier soll ich hingehen, ja. Und dann kommt er zurück zum Buddha und sagt zu dem Buddha, ja Buddha, ich möchte gerne mal richtig meditieren. Ich habe diese Heim gefunden und ich möchte gerne da hingehen und da werde ich dann meditieren können. Und dann sagt der Buddha, das ist eine tolle Idee, aber ich bin im Augenblick alleine. Ja, und ich möchte gerne, dass du hier bleibst, bis ein anderer Mönch in diese Richtung kommt, sodass ich einen anderen Begleiter habe und dann kannst du rausgehen, um in diesen Heim zu meditieren. Und ja, Michael ist noch ein bisschen enttäuscht, weil er wollte das natürlich gerne. Setzt sich hin, aber ist dann unzufrieden. Und er geht zurück zum Buddha und sagt, ich möchte doch eigentlich wirklich gehen, es ist doch nicht möglich. Ja? Können Sie nicht ein bisschen alleine sein, dann kann ich auch alleine meditieren. Und dann sagt der Buddha zum zweiten Mal, ja, aber Michael, du bist mein Begleiter, ich möchte gerne, dass du hier bleibst, bis ein anderer Mönch vorbeikommt. Also, warte noch ein bisschen. Und Megaya geht dann wieder vielleicht zurück zu seiner Stelle, wo er meditiert und merkt dann, nee, hier geht's nicht. Und ja, der Buddha ist schon erleuchtet, hä? Und ich nicht. Also er geht zurück zum Buddha und sagt, Buddha, du bist doch schon erleuchtet und ich bin nicht erleuchtet. Ich brauche die guten Bedingungen, ich brauche diese Heim. Lass mich doch gehen. Und der Buddha sagt dann, ja, wenn du es so sagst, Megaya, tu, was du für richtig hast und geh. Und dann gehen wir jetzt zu diesem Hain. Ganz froh, ganz glücklich, große Erwartungen. Jetzt wird es alles klappen. Und ich komme in diesem Hain, setze ich hin unter einen Baum in den Schatten. Ganz schön, ganz angenehm, ganz ruhig. Und setze ich zur Meditation hin. Und was dann passiert, ist, dass er überwältigt wird von negativen Gedanken. Negative Gefühle. Ja. Er kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Er fühlt sich überhaupt nicht wohl. Abneigung kommt hoch. Ja. Gier kommt hoch. Er ist unruhig. Ja. Oder er schläft ein. Aber die Meditation klappt überhaupt nicht. Und nach einer Weile gibt er auf und geht zurück zum Buddha und erzählt dem Buddha, was passiert ist. Und dann sagt der Buddha, Yamagiya, solange du noch nicht erleuchtet bist, brauchst du 5 Sachen. Und die 5 Sachen will ich jetzt erwähnen. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen geändert. Aber der Buddha sagt, was du brauchst, ist ethisches Leben, ein ethisches Verhalten. Bestimmte Weise sagt der Buddha, was du gerade gemacht hast, ja, zu diesem Heim zu gehen, mich allein zu lassen, was das bedeutet, ist, du hast nur an dich selbst gedacht. Ja? Du warst nur in deine eigene kleine Welt rein. Und du hast es zwar gemacht, aber so mit dieser Einstellung funktioniert es nicht. Der Buddha sagt, man braucht ethisches Verhalten, was er damit unter anderem meint, er braucht eine Einstellung, die offen ist, wo er andere Menschen einbezieht und nicht nur an sich selbst denkt. Dann sagt der Buddha, zweiter Punkt, du brauchst Unterricht im Dharma. Du brauchst mehr Dharma, das ist die Lehre des Buddha. Du brauchst die Lehre, meine Lehre besser kennenzulernen. Du brauchst besser zu verstehen, was meine Lehre ist, sodass solche Ideen von, ja, ich kann mich nur in ein kleines Heim hinsetzen und wird alles klappen, dass die vielleicht nicht entstehen, dass dein Verständnis breiter wird. Dann, ein dritter Punkt, sagt der Buddha, du brauchst positive Energie. Oder Energie, die das Gute anstrebt. Offensichtlich, was in dieser Meditation von Megaya in diesem Wald passiert ist, ist, dass all seine negative Energie rausgekommen ist in seine Meditation. Durch Ablenkung, durch Abneigung, durch Gierverblendung. Also all diese negative Energie in Megaya ist rausgekommen. Und der Buddha sagt, du brauchst positive Energie. Ja? Und diese Energie musst du erstmal entwickeln. Dann das vierte, was der Buddha erwähnt, ist, du brauchst Einsicht in die wahre Natur der Dinge. Du brauchst zu lernen, wie die Realität ist und
was du gerade gemacht hast, das war nicht im Einklang mit der Realität. Und dann das Letzte, was er sagt, und darum geht es mir eigentlich, das ist eigentlich das erste Punkt, was der Buddha erwähnt, der Buddha sagt, aber vor allem brauchst du spirituelle Freundschaft. Und das ist, was Megia in diesem Punkt eigentlich abgelehnt hat. Ja, er war zusammen mit dem Buddha, er hatte spirituelle Freundschaft, er hatte das Kontakt mit einem erleuchteten Mensch. Und er hat es abgelehnt, weil er glaubte, die bessere Bedingungen war, um in diesem Heim zu meditieren. Also auch in diesem Sutra sagt der Buddha ganz klar, spirituelle Freundschaft ist der Basis für unsere Weiterentwicklung. Aber was ist denn spirituelle Freundschaft? Und damit komme ich zum zweiten Teil von meinem Vortrag. Ich möchte eigentlich dieses Konzept von spiritueller Freundschaft ein bisschen breiter angucken als nur die buddhistische Sichtweise. Ich möchte auch mal so ein bisschen in unsere westliche Geschichte reingehen und gucken, was es da an Konzepte gibt über spirituelle Freundschaft. Und dann werde ich erstmal ganz weit zurückgehen zu der vorchristlichen westlichen Tradition. Und ich werde so einige Sachen sagen, über was Aristoteles und Cicero oder Cicero, sagt man hier in Deutschland, weiß nicht genau. Ich werde mal Cicero sagen. ja. Also was diese beiden gesagt haben, also eine griechische Philosoph und eine römische Philosoph. So, erstmal Aristoteles. Aristoteles lebte von 384 bis 322 vor unserer Zeitrechnung. Und er hat ein Buch geschrieben über Ethik, die nikomachische Ethik. Das ist eigentlich interessant, gerade in diesem Wochenende findet hier ein Workshop statt, wo Damaketo mit einigen Menschen die nikomachische Ethik studiert. Aber jedenfalls in diesem Buch beschreibt Aristoteles drei Objekte, womit man sozusagen sich anfreunden kann. Erstmal das, was nützlich für uns ist. Und zweitens das, was uns Freude und Vergnügen gibt. Und drittens das, was gut ist. Und damit meint er das, was moralisch gut oder ethisch ist. Wenn wir diese drei Objekte auf Freundschaft übertragen, dann könnte man sagen, es gibt drei Ebenen von Freundschaft. Erstmal, Freundschaften, die man pflegt, weil sie nützlich für uns sind. Unsere Freunde sind nützlich für uns. Das sind eigentlich die meisten Freundschaften, die wir haben, die meisten weltlichen Freundschaften. Oder vielleicht könnte man sie eher Bekanntschaften nennen. Zum Beispiel die Freundschaften, die wir haben mit unseren Nachbarn. Ja, man muss die Nachbarn ja, als Freunde halten, weil es ist wirklich nützlich. Es ist unangenehm, wenn man Probleme mit den Nachbarn hat. Die Arbeitskollegen sind unsere Freunde, man muss mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Oder die Fußballmannschaft sind Freunde, man muss zusammen das Spiel gewinnen. Oder die Klagegemeinschaft in der Kneipe sind unsere Freunde, ja, da muss man sich selbst äußern können. Also das sind Bekanntschaften, die ihre Grund finden darin, dass sie nützlich für uns sind. Wir kriegen etwas daraus. Also der Grund für diese Freundschaften ist primär, ja, was wir daraus kriegen. Dann die zweite Art von Freundschaften, wenn man diese Einteilung von Aristoteles benutzt, sind dann die Freundschaften, die man pflegt, weil die Freundschaften uns Freude schaffen. Und da will ich sagen, das sind oft eher so die Jugendfreundschaften, die wir mal gehabt haben. Ja? Wenn wir jung waren, hatten wir so eine ganze Menge Freunde. Es hat uns wirklich Spaß gemacht, ja? Zusammen so Sachen zu unternehmen, miteinander zusammen zu sein. Und das hat damals in unserer Jugend war das ein wichtiger Teil von unserem Leben. Aber was wir leider so oft sehen, ist, dass wenn unsere Jugend zu Ende kommt, dann verschwinden die Freunde. Ja? Üblicherweise passiert das, weil wir anfangen, unsere Freude nicht mehr in Freundschaften zu suchen, aber in sexuelle Beziehungen. Und das ist eigentlich ein sehr großer Verlust. Und diese Verluste werden wir uns im Allgemeinen nur bewusst, wenn es
Ja, wenn es zu spät ist, wenn unsere Beziehungen vielleicht zu Ende kommen und wir uns dann völlig isoliert fühlen und dann oft unser Vermögen, solche Freundschaften anzufangen, teilweise verloren haben. Also diese beiden Arten von Freundschaft, die, also Freundschaften, die gegründet sind auf, ja, das Nützlichkeitsprinzip oder auch das Prinzip, dass man Freude draus kriegt, die sind eigentlich beide prinzipiell selbstorientiert. Und das ist okay. Ja, das ist nicht, dass das schlecht ist. Aber es ist nur beschränkt. Diese Begründung ist beschränkt. Und solche Freundschaften dauern im Allgemeinen auch nur so lange, als dass sie nützlich sind oder angenehm sind. Wenn der Nutzen verschwunden ist oder wenn es schwierig wird, dann fallen diese Freundschaften oft weg. Ja, dann gibt es die dritte Kategorie. Das sind dann die Freundschaften, die man pflegt, weil sie uns in Kontakt mit dem Guten bringen. Den Guten in uns selbst und in den anderen Menschen. Freundschaften, die uns helfen, das Gute in uns selbst und in unserem Freund weiterzuentwickeln. Und diese Art von Freundschaft ist weder selbstsüchtig noch altruistisch, sondern sucht einfach das Gute. Sucht das Gute, das Ethische oder das Spirituelle. Sucht das Gute in der Freundschaft selbst zum Wohl aller Beteiligten. Und diese Freundschaft war für Aristoteles die wahre Freundschaft, die richtige Freundschaft. Ich werde später noch mehr sagen über dieses Element vom Guten in Freundschaft, dieses Element, diese Dimension von Ethik in Freundschaft. Ich werde darauf zurückkommen. Aber jetzt werde ich erstmal erzählen, was Cicero uns gesagt hat über Freundschaft. Er hat ein Buch geschrieben auch, De Amicitia, über die Freundschaft. Er lebte von 106 bis 43 vor unserer Zeitrechnung. Also etwa 300 Jahre später als Aristoteles. Und in diesem Text De Amicitia sagt er, Freundschaft ist nichts anderes als eine Einstimmigkeit in menschlichen und göttlichen Sachen in einem Rahmen von Respekt und Wohlwollen. Ich werde das mal wiederholen. Freundschaft ist nichts anderes als eine Einstimmigkeit in menschlichen und göttlichen Sachen in einem Rahmen von Respekt und Wohlwollen. Ich war sehr froh, dass diese Aussage, wenn ich die gefunden habe, war diese auch in Lateinisch da geschrieben. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also seit 30 Jahren habe ich erstmal wieder meine lateinische Wörterbücher gesucht und nochmal das nachschlagen können. Das war wirklich sehr interessant. Weil er benutzt da Begriffe, die mehr noch sagen, als was nur in diesem Satz ist. Ja. Also Freundschaft ist das Wort Amicitia. Und da sagt mein Wörterbuch, sagt Freundschaft und oder freundschaftliche Beziehung. Amicitia hat als Wurzel amare oder lieben. Ja, wir kennen auch das Wort amor, Liebe oder Freundschaft. Also Freundschaft hat das Element von Liebe in sich. Ja. Wirkliche Freundschaft ist viel mehr als Kameradschaft oder als Bekanntschaft. Es hat dieses Element von Liebe, also eine starke Angezogenheit zu einem anderen Mensch hin. Und Liebe wird hier nicht, damit wird hier nicht gemeint erotische Liebe, aber Liebe zwischen Mitmenschen. Obwohl natürlich Amor auch diesen anderen Aspekt hat. Ja, dass es in die Richtung von erotischer Liebe geht. Aber wenn wir hier über Freundschaft reden, in dem Sinn von Cicero, dann meint er diese andere Art von Liebe, was wir als Buddhisten auch oft kennen als Metta. Werde ich bald auch noch mehr darüber sagen. Dann sagt er, Freundschaft ist nichts anderes als eine Einstimmigkeit. Das Wort Einstimmigkeit ist Consensio. Und das bedeutet auch Übereinstimmung. Und diese Consensio hat auch das Element von Harmonie in sich. Ja? Wenn Menschen in Übereinstimmung sind, sind sie miteinander in Harmonie. Da reibt es nicht. Ja? Da sind beide Menschen in Gleichgewicht und gegenseitige Wertschätzung miteinander zusammen.
Also Freundschaft ist auch gekennzeichnet von Harmonie. Was nicht bedeutet, dass es zwischen Freunden nicht reiben kann, ja? Aber das Reiben zwischen Freunden führt immer zu einer höheren Harmonie. Ja? Wenn die Reibungen sich lösen, wenn die Konflikte sich lösen, führt das zu einem tieferes Verständnis und zu einer höheren Harmonie. Und das ist immer das Ziel von diesen Reibungen zwischen Freunden. Dann sagt Cicero, also Freundschaft ist nichts anderes als eine Einstimmigkeit in menschlichen und göttlichen Sachen. Divinarum, humanarum, quererum. Also sowohl in menschlichen als in göttlichen Sachen. So in menschlichen Sachen, so wie ich das verstehe, ist einfach die normale Freundschaft zwischen Menschen, die normale weltliche Freundschaft, so wie auch Aristoteles erwähnte, so was gegründet ist auf ja, Nützlichkeit und Freude, die man daran hat. Aber er sagt auch in göttlichen Sachen. Und das verstehe ich so, dass es nicht nur weltliche Freundschaft ist, aber auch spirituelle Freundschaft. Freundschaft, die das Göttliche als Zweck hat. Und da sieht man wieder eine Verbindung mit Aristoteles, der sagt, dass die höchste Art von Freundschaft eine ethische Basis hat, das Gute sucht oder das Göttliche sucht. Also hier sehen wir starke Verbindungen zwischen Cicero's und Aristoteles beschreiben. Da sagt Cicero noch weiter, das alles ist in einem Rahmen von Respekt und Wohlwollen. Das Wort, was er für Respekt benutzt, ist Caritas. Ja? Und Caritas bedeutet, so wie gesagt, Respekt oder Hochachtung, Würdigung, Schätzung. Ja? Und dann sagt mein Wörterbuch auch noch, dass aus dieser Hochachtung folgt nicht sinnliche Liebe. Also Caritas ist hier auch dann wieder ein Wort, was man mit Metta in Verbindung bringen kann. Also die Liebe zwischen Menschen, die keine erotische Element hat. Eine Liebe, weil man einander wirklich als Lebewesen wahrnimmt. Und dann das Wort für Wohlwollen, was Cicero benutzt, ist Benevolentia. Bene ist gut, wohl, und Volentia, wollen. Das ist englische Goodwill. Also was wir hier sehen kann in diesem Wort, ist, dass es in Freundschaft auch ein starkes Element von positiver Absicht gibt. Ja? Wenn man eine richtige Freundschaft hat, ist es nicht so, dass, das ist da, weil es toll ist, aber man will auch Freunde zueinander sein. Ja? Man sucht die Freundschaft und man sucht die freundschaftliche Verbindung. Es ist starke positive Absicht da. Es ist nicht einfach etwas, was passiert, aber etwas, was man sucht. Okay, ich möchte jetzt die vorherige christliche Tradition hinter mich lassen und zu der christlichen spirituellen Tradition gehen. Und dann springe ich etwa 1200 Jahre und komme zu Albert of Rivaux. Ja. Albert of Rivaux lebte von 1110 bis zum 1167. Und er hat auch ein Buch geschrieben, zwei Bücher eigentlich, aber auch ein Buch, das heißt Spirituelle Freundschaft. Er war Abt eines Zisterzienserklosters, eine bestimmte christliche Richtung, in Yorkshire, in England. Und er propagierte auch ein Freundschaftsideal für seine Mönche. Ja. Und das Ideal war ziemlich revolutionär. Wir müssen uns dabei vorstellen, dass in dieser Zeit in den Klostern gab es ein starkes Misstrauen in Bezug auf Freundschaft zwischen Mönchen. Ja. Man dachte so, wenn es zwischen bestimmten Mönchen in der spirituellen Gemeinschaft starke Freundschaften gibt, dann gibt es eine Gefahr für Spaltung der spirituellen Gemeinschaft, ja? Für eine Gefahr für Bildung von einander feindlich gesinnten Splittergruppen. Und das wollte man nicht. Und vielleicht spielte da auch eine Rolle, dass es da möglicherweise eine Angst für Homosexualität zwischen den Mönchen gab. Also Freundschaften zwischen den Mönchen in dieser Zeit wurden entmutigt.
Die Umgangsweise für die Mönche wurde damals beschrieben durch die Vorschriften der heiligen Benediktus. Und die waren eigentlich noch ziemlich offen. Aber in dieser Zeit wurden die so ausgelegt, dass die Kontakte zwischen den Mönchen ziemlich beschränkt wurden. Man sollte lieber keine Privatkontakte miteinander haben. Und das macht eigentlich wirkliche Freundschaften zwischen den Mönchen sehr, sehr schwierig. Also es führt eher zu Einsamkeit und emotionaler Isolierung der Mönche. Und Aret wollte etwas dagegen machen, etwas dagegen tun. Und er führte seine Ideen über Freundschaft auch auf Cicero zurück. Und was er sagt in seinem Buch, da sind einige sehr, sehr interessante Aussagen drunter. Und da möchte ich einige davon zitieren. Das wird zwar paraphrasiert sein, also ich habe da vielleicht bestimmte Sachen so zusammengefügt. Also es sind nicht buchstäblich so wortwörtlich Aussagen, aber ich habe versucht, das die Essenz draus zu nehmen. Also Aret sagt zum Beispiel, Menschen, die glauben, dass die Liebe Gottes reicht und dass es nicht nötig ist, andere Menschen zu lieben oder von anderen Menschen geliebt zu werden, sind wie Tiere. Also er sagt einfach hier, dass zu Menschlichkeit gehört es, Freundschaften zwischen Menschen zu haben, Liebe zwischen Menschen zu entwickeln. Ja, das ist Teil von unserer Menschlichkeit. Und er sagt uns, es gibt eigentlich zwei Gefahren in menschlichen Beziehungen. Eine Gefahr ist, einen anderen Menschen zu lieben, weil er attraktiv ist. Und eine andere Gefahr ist, einen anderen Menschen nicht zu lieben, weil er unattraktiv ist. Das ist ganz interessant. Also, was er eigentlich sagt, ist, der Grund, einen anderen Menschen zu lieben, ist nicht, weil er attraktiv ist. Wenn nur das der Grund ist, dann haben wir wieder das Selbstsüchtige in unsere Gefühle reingebracht. Ja. Aber das ist für uns interessant, weil diese Person zieht uns an. Und dann ist das wieder, diese Liebe ist eigentlich auf uns selbst gerichtet. Also er sagt, Attraktion in sich selbst soll kein Anlass sein, um andere Menschen zu lieben. Und gleichzeitig, Nicht-Attraktion, ja, wenn man eher so eine Art von Abneigung spürt, soll auch kein Grund sein, einen anderen Menschen nicht zu lieben. Also die wahre Liebe, die verlässt sich, sagt er, auf unsere Wille und unsere Vernunft und entscheidet sich zu lieben, wenn wir uns nicht angezogen fühlen. Und wenn sinnliche Attraktion uns motiviert, dann diese Attraktion abzulehnen und ohne diese Attraktion zu lieben. Ja, weil sie vernünftig ist, sagt er dann. Also wahre Freundschaft findet seine Begründung, wenn man Aret folgt, nicht in Attraktion oder sich mögen, sondern in dem Willen zu lieben. Ja, dann kommt wieder diese Absicht zurück, die wir auch schon bei Cicero gefunden haben. Und nicht nur diese Wille, er sagt auch in der Einsicht, dass die unselbstsüchtige Liebe zwischen Menschen die einzige vernünftige Emotion ist. Also bringt auch ein Element von Vernunft oder Einsicht darin. Wenn man klar sieht, dass die menschliche Natur eigentlich so ist, dass Liebe zwischen Menschen die einzige vernünftige Emotion ist. Und so eine Liebe, diese Liebe führt, sagt er, zum wahren Glück. Er sagt, diese Art von Liebe ist der Vorgeschmack des Himmels. Also in der christlichen Tradition, die Mönchen wollten durch ihre Praxis im Himmel kommen, aber sie konnten eigentlich schon einen Vorgeschmack des Himmels kriegen, indem sie Freundschaft zwischeneinander praktizierten. Und da geht Aret noch eigentlich viel weiter. Er sagt, Gott selbst ist Freundschaft. Wer in Freundschaft verweilt, verweilt in Gott. Und Gott verweilt in ihm. So, hier wird es sehr, sehr klar, dass für Aret auf Rivo Freundschaft ein spirituelles Ideal ist. Und letztendlich identisch ist mit dem höchsten spirituellen Ideal Gott selbst. Also, Aret versucht eine Antwort zu geben auf die Klostersituation damals, die Regel von St. Benedikt.
Und sein Standpunkt ist, und so sagt er das, so wahre unselbstsüchtige Liebe stimuliert die spirituelle Gemeinschaft. Und wird nur Einheit bringen, keine Spaltung. Also er hat eine ganz andere Auffassung als viele andere führende Figuren in der Kirche in dieser Zeit. Ja, zum Abschluss von diesem Teil noch ein paar wichtige Aussagen von Aalred über die Art der wahren Freundschaft. Er sagt, Freundschaft ist nur möglich zwischen gute, das heißt ethische Menschen. Sobald die Ethik geschädigt wird, verschwindet die Freundschaft. Also auch hier wieder das Element von Aristoteles, die ethische Dimension der Freundschaft ist absolut notwendig für Freundschaft, um wirklich Freundschaft zu sein. Was er auch sagt, und das klingt ein bisschen in Paradox damit, war gerade habe ich gesagt, dass wenn Ethik verschwindet, dann verschwindet die Freundschaft, weil er sagt auch, wahre Freundschaft ist ewig. Wenn auch mal das Vertrauen gebrochen wird und die Genegenheit verloren geht, haben wir dennoch die Verpflichtung, den Wille aufrecht zu erhalten, das Vertrauen und die Genegenheit zu jeder Zeit wiederherzustellen. Wenn nicht in diesem Leben, dann doch jedenfalls im Himmel. Also wahre Freundschaft ist ewig in dem Sinne, dass es vielleicht mal Zeiten geben kann, dass es Schwierigkeiten gibt, dass Vertrauen gebrochen wird, dass Genegenheit verloren geht, aber man hat immer den Wille, das wieder aufzunehmen, das wieder aufzubauen. Ja? Und über diesem Leben hinaus, ja? Sogar im Himmel, wenn es sein muss. Und damit schließt er auch an dem heiligen Hieronymus, der über Freundschaft schrieb, eine Freundschaft, die aufhören kann, war niemals eine wahre Freundschaft. Also Freundschaft, wenn sie wirklich wahr ist, wird immer weitergehen. Jetzt werde ich zu einer anderen Tradition gehen, die islamische spirituelle Tradition. Und dafür gehe ich zu Al-Ghazali. Ein Muslim lebte von 1059 bis 1111, so gerade vor Aalred auf Rivo. Und er hat auch ein Buch geschrieben, und das heißt Die Pflichten der Bruderschaft. Und darin formuliert er das islamische Freundschaftsideal. Als 8 Pflichten oder Verpflichtungen, die jeder Muslim gegenüber seinen islamischen Mitmenschen hat. Also was sind die 8 Pflichten? Ich werde sie einfach so kurz erwähnen. Erstmal, der Muslim soll seine Besitztümer mit seinem Bruder teilen. Also alles, was er hat, soll an seinem Bruder zur Verfügung stehen. Zweitens, er soll seinem Bruder Hilfe leisten. Drittens, er soll wissen, wenn zu schweigen. Und was hier gemeint ist, ist, dass er nicht bosartig über seinen Bruder reden soll. Also wenn sein Bruder mal etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, wird er das nicht an andere Menschen erzählen. Viertens, er soll wissen, wenn zu reden. Ja? Und was hier gemeint ist, er soll voller Lob über seinen Bruder reden. Ja? Er soll immer positiv über seinen Bruder reden. Ja? Wir haben am Anfang ein Beispiel darüber gehabt, und dann noch. Ein Freund benutzt jede Gelegenheit, um etwas Positives über seinen Freund zu sagen. Dann fünftes, er soll seinem Bruder seine Fehler verzeihen. Ja? Verzeihung ist eine wichtige Qualität der Freundschaft. Sechstens, er soll für seinen Bruder zu Gott beten. Vielleicht können wir das in unsere eigene Tradition übersetzen, dass man die Metta-Bhavana, die Entwicklung von liebevoller Güte, diese Meditation für seinen Freund macht. Dann zum Siebten, er soll treu und zuverlässig sein. Und zum Achten, er soll seinen Bruder von Unbequemlichkeiten befreien. Al-Ghazali in seinem Buch beschreibt nicht nur, er nennt nicht nur diese Pflichten, er beschreibt dann auch, wie er das alles versteht. Ja, es wird zu viel sein, um da alles drauf einzugehen. Aber
Was Al-Ghazali sagt über diese Vorschriften oder diese Pflichten, ist äußerst kompromisslos und fordert einen sehr hohen Grad von spiritueller Entwicklung. Zum Beispiel beim ersten Vorschrift sagt er, ein Freund oder ein Mensch soll seine Besitztümer mit seinem Bruder teilen. Und dann sagt Al-Ghazali, es gibt drei Ebenen zu diesem Pflicht. Ja, die erste Ebene ist, man sieht seinen Bruder als einen Untergeordneten, für den man Verantwortung trägt und dem man deshalb gibt, was er braucht. Die zweite Ebene ist, man sieht seinen Bruder als einen Gleichen und gibt ihm deshalb die Hälfte der eigenen Besitztümer. Und dann die dritte Ebene ist, man zieht seinen Bruder vor über sich selbst und erfüllt deshalb all seine Bedürfnisse, bevor man an die eigenen Bedürfnisse denkt. Und Al-Ghazali sagt, der wahre Freund akzeptiert diesen Pflicht des Teilens nur auf der dritten Ebene. Das ist also die höchste Ebene. Also er stellt unter allen Umständen die Bedürfnisse des Freundes über seine eigenen Bedürfnisse. Jetzt möchte ich übergehen zu der buddhistischen Tradition. Was ist spirituelle Freundschaft in der buddhistischen Tradition? Wir haben da eine buddhistische Terminologie dafür. Kalyana Mitrata, spirituelle Freundschaft. Mitrata, ja, Damalok hat vorher schon gesagt, Mitra bedeutet Freund, so wie in meinem Namen, Bodhi Mitra. Und Mitrata ist Freundschaft. Und Kalyana bedeutet schön oder gut. Aber ich kann viel mehr darüber sagen, das werde ich auch machen. Aber ich werde erstmal ein bisschen mehr über Mitrata sagen. Also Freundschaft. Mitrata oder Mitra hat Verwandtschaft mit Maitri oder Metta. Und Metta ist unselbstsüchtige Liebe für alle Lebewesen. Also Mitrata ist der Ausdruck von Metta, ist der Ausdruck von dieser unselbstsüchtigen Liebe. Und um Mitrata verstehen zu können, muss man Metta verstehen. Also ich werde ein bisschen mehr zu Metta sagen. Welche Qualitäten hat Metta? Welche Qualitäten hat diese unselbstsüchtige Liebe? Erstmal, Metta sucht das Wohlsein der anderen Person. Das klingt vielleicht selbstverständlich, aber es ist möglicherweise doch nicht. Wenn wir an Liebe denken, ja, manchmal wird das Wort Liebe auch für Metta benutzt, aber wenn wir normalerweise an Liebe denken, dann denken wir oft, ich liebe diese Person. Und wenn wir uns wirklich dieses Gefühl anschauen, dann werden wir merken, dass diese Liebe sehr viel mit uns selbst zu tun hat. Okay, da ist diese Attraktion für diese andere Person, aber eigentlich liebe ich, weil ich das so gerne möchte. Ja? Weil es mir so gut tut, zu lieben. Also die Essenz von diesem Gefühl ist eigentlich nach innen gerichtet und sucht meinen eigenen Wohlsein. Aber Metta sucht das Wohlsein der anderen Person. Dann ist Metta bedingungslos. Und das bedeutet, dass wenn wir Metta fühlen, dann fühlen wir das nicht auf der Bedingung, dass wir dafür etwas zurückkriegen. Und das ist oft mit unserer konventionellen Liebe, ist das oft so, dass wir lieben, weil wir auch wirklich erwarten, da kommt etwas für uns zurück, da ist etwas für uns drin. Aber Metta ist bedingungslos. Also auch wenn da keine Liebe zurückkommt oder Zuneigung zurückkommt, werden wir weiter Metta fühlen. Werden wir weiter für diese andere Person Metta fühlen. Dann ist Metta nicht exklusiv. Und das bedeutet, dass Metta alle Wesen einschließt. Wenn wir für eine Person Metta entwickeln, wenn Metta spüren, werden wir es auch wirklich für alle Menschen, alle Lebewesen, werden wir das spüren. Wieder im Vergleich zu unserer konventionellen Liebe, ist oft so, ich liebe diese Person und vielleicht auch noch diese und noch eine dritte, aber dann hört es damit so ein bisschen auf. Ja? Wir haben nur das Vermögen, diese Art von Liebe für wenige zu haben. Und es wirklich für alle zu haben, ist dann in dieser Hinsicht unmöglich. Aber Metta hat diese Qualität, dass man es nicht zu einer Person beschränken kann. Wenn es da ist, dann ist es für alle Lebewesen.
Und was daraus folgt, ist, dass Metta unabhängig ist von mögen oder nicht mögen. Manchmal sagen wir, ja, diese Person habe ich wirklich gern, aber diese, nee. Ja. Aber Metta geht über diesen Unterschied hinaus. Metta ist Liebe, die einfach da ist, weil es da ein anderes Lebenwesen gibt. Ob wir diesen mögen oder nicht, ist nicht relevant. Dieses Gefühl von Metta steigt darüber hinaus. Und dann letztlich, Metta ist universell. Es schließt alle Lebewesen ein. Niemand ist ausgeschlossen. Und auch wir selbst sind nicht von diesem Gefühl von Wohlwollen ausgeschlossen. Also wenn wir Metta spüren, spüren wir es auch für uns selbst. Und Mitrata, also Freundschaft, hat all diese Qualitäten, die Metta auch hat. Also Mitra ist Freundschaft, die das Wohlsein des Freundes sucht. Ohne etwas zurückzuerwarten. Ohne ein Freundschaftsmonopoly zu haben. Du bist mein Freund, du sollst mit niemand anders Freundschaft haben. Ohne aufzugeben, wenn es noch schwierig ist. Und auch ohne unnötige Selbstverleugnung. Also das über Mitrata. Dann Kalyana, spirituelle Freundschaft. Subhuti sagt in, Subhuti ist ein Ordensmitglied aus England, der eine Reihe Vorträge über Kalyana Mitrata gegeben hat. Und er sagt, Kalyana bedeutet the lovely, the good, the auspicious and the true. Also was meint er damit? The lovely, das Liebliche, das Wunderschöne, das Entzückende, das Reizende. Also Kalyana hat diese Qualität von etwas, ja, kann ich das zum Ausdruck bringen, etwas, was das Beste in uns berührt, ja, das Beste in uns auch rauszieht. Es ist lovely, es ist lieblich, es ist wunderschön. Kalyana spricht uns an auf eine ästhetische Ebene, spricht uns an in der tiefste Ebene von uns selbst. Dann sagt er, Kalyana ist the good, das Gute. Und auch hier kommt wieder die ethische Dimension zurück. Also auch hier meint er mit das Gute, das ist das moralisch Gute, das ethisch Gute. Und das buddhistische Wort für das ethisch Gute ist Kusala. Und Kusala bedeutet so viel wie heilsam, geschickt, richtig, verdienstvoll, klug oder förderlich. So wir kriegen ein bisschen ein Gefühl dafür, dass das ethische Verhalten im Buddhismus etwas ist, was förderlich ist, was heilsam ist, was das Gute bringt. Und das ist ein wichtiges Element der Freundschaft, dass es diese ethische Ebene hat. Dann sagt Subhuti, Kalyana ist die auspicious, und das bedeutet das Günstige, das Vielversprechende, das Erfolgreiche, das Glückliche. Also, solche Freundschaft, Kalyana Mitrata, ist vielversprechend, bringt das Gute, bringt uns Erfolg, spiritueller Erfolg, bringt uns Glück. Und dann ist Kalyana the true, das Wahrhaftige, das Ehrliche, das Treue. Ja, true, treu, ja, die Worte sind miteinander verbunden. Also treu hat ein Element von Wahrheit in sich und auch ein Element von Zuverlässigkeit. Also Kalyana Mitrata ist zuverlässige, wahre Freundschaft. Damit kommt auch das alte griechische Ideal wieder zurück. Das Ideal von Gutheit, Schönheit und Wahrheit. Im Griechisch ist das zusammengefasst mit einem Wort, Kalos. Hatte ich noch wieder schöne Gelegenheit, jetzt auch mein griechisches Wörterbuch nochmal einzugucken. Und was sich da gefunden hat, sieht so aus. Kalos bedeutet gesund, stark, kräftig. Also Gutheit, Schönheit, Wahrheit, das ist das, was gesund ist, was richtig ist, was kräftig ist. Kalos bedeutet schön. Einfach, ja, schön, wunderschön. Es bedeutet gut im Sinne von nützlich, nützlich, so wie wir vorher auch gesehen haben. Freundschaft hat auch das Element von Nützlichkeit in sich.
Das ist auch okay. Aber es bedeutet auch gut in dem Sinne von ethisch gut. Kusala. Ja, das war die vierte Bedeutung. Dann die fünfte Bedeutung ist geschickt oder richtig, recht und billig, passend, ehrwürdig. Ehrwürdig finde ich auch ein sehr, sehr schönes Wort. Ja, eine Kaliana Mitrata, eine spirituelle Freundschaft ist ehrwürdig. Der Freund ist ehrwürdig. Und dann die letzte Bedeutung von Kalos ist vortrefflich und edel. Edel ist dann auch hier wieder interessant. Das buddhistische Wort für edel ist Arya. Und Arya deutet auch hin auf das Transzendente, die transzendente Wirklichkeit. Und was jetzt sehr interessant ist, dass so wie Kalos, ja, das Gute, das Schöne, beschrieben wird, erinnert es uns sofort an Kusala. Und wir, oder Kausala, in Sanskrit. Und dann ist es eigentlich sehr interessant, diese drei Worte zu sehen. Kaliana, Kalos und Kausala. Ja. Es ist möglich, dass da etymologisch Verbindungen sind zwischen diesen drei Worten. Was sagt der Buddha über Kaliana Mitrata? Eine der wichtigsten Stellen, wo er über spirituelle Freundschaft redet, ist in das Sikalovada Sutra. In diesem Sutra begegnet der Buddha Sigala. Sigala ist ein junger Brahman. Und er ist damit beschäftigt, ein bestimmtes Ritual zu machen. Er begrüßt die sechs Richtungen. Ja. Er verneigt sich für die sechs Richtungen. Für Nord, Ost, West, Süd, oben und unten. Dafür verneigt er sich. Und das ist eine hinduistische Reinigungspraktik. Und der Buddha sieht das und er sagt nichts. Ah, das sollst du nicht machen, das ist Blödsinn. Ja, das sagt er nicht. Aber der Buddha sagt, das ist interessant, was du machst. Aber du kannst noch anders machen. Statt nur die Richtungen zu verehren, kannst du dir vorstellen, dass es in diese Richtungen andere Lebewesen gibt. Ja. Du kannst dir vorstellen, im Osten gibt es deine Eltern. Im Süden gibt es deine Lehrer. Im Westen gibt es Frau und Kinder. Im Norden gibt es deine Freunde. Oben gibt es deine Diener und Mitarbeiter. Und unten gibt es deine religiöse Lehrer. Und dann sagt der Buddha, wenn du diese gleiche Übung machst, aber dann dich vorstellst, dass du diese anderen, diesen Mitmenschen verehrst, dann machst du die richtige Übung. Und dann geht der Buddha darauf ein, wie man dann diese sechs Kategorien von Menschen verehren kann. Ja, die Eltern, die Lehrer, die Kinder und so weiter. Und darüber, dann redet er auch darüber, wie man Freunde sehen kann, wie man sie verehren kann und wie man Freund sein kann. Und der Buddha sagt, auf fünf Arten sollen wir unsere Freunde behandeln. Wir sollen unsere Freunde behandeln mit Großzügigkeit, mit Geben. Wir sollen das, was wir haben, mit unseren Freunden teilen. Wir sollen sie geben, was sie brauchen. Man soll die Freunde behandeln mit Höflichkeit, mit Respekt, mit Würdigung. Man soll seine Freunde behandeln mit Hilfsbereitschaft. Man soll helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Man soll seine Freunde behandeln mit Metta. Mit dieser unselbstsüchtigen Liebe. Wobei er dann sagt, der Freund ist genauso wichtig wie wir selbst. Und man soll seine Freunde behandeln mit Zuverlässigkeit. Also hier ist es interessant, mal kurz mit unserer griechischen und römische Philosophen zu vergleichen. So Aristoteles hat gesagt, Freundschaft ist Freundschaft zum Guten, zum Kalos. Also er hat diese ethische Dimension in Freundschaft reingeführt. Und eigentlich mit den Qualitäten, die der Buddha beschreibt, deutet er auch diese ethische Dimension an. Weil der Buddha sagt, der Freund ist genauso wichtig wie wir selbst. Also die andere Person ist genauso wichtig wie wir selbst. Und das ist eigentlich die Basis für alle Ethik.
Wenn wir ethisch sind, dann gehen wir davon aus, dass dieser andere Mensch genauso wichtig ist als wir selbst. Aber der Buddha geht dann eigentlich noch einen Schritt weiter als Aristoteles, weil der Buddha sagt letztendlich, alle Lebewesen sind unsere Freunde. Ja, er sagt das nicht in diesem Text. Aber das ist seine ganze Lehre, dass er alle Lebewesen als seine Freunde sind. Ja, dann Kikro redet über Consentio, über Einstimmigkeit, ja, über Harmonie. Der Buddha redet hier in diesem Text über Zuverlässigkeit. Und die zwei kann ich sehr miteinander verbinden. Ja, wenn man zuverlässig ist, dann weiß man kann den Freund immer ansprechen. Und das deutet auf Harmonie. Disharmonie bedeutet, dass keine Kommunikation mehr möglich ist. Wenn Kommunikation möglich ist, kann man immer neue Harmonie finden. Also Harmonie und Zuverlässigkeit sind für mich miteinander verbunden. Cicero redet über Caritas. Und da gibt es eigentlich zwei Bedeutungen. Erst in diesem Text war es Hochachtung, Respekt. Ja, der Buddha redet über Höflichkeit. Aber Caritas hat auch eine zweite Bedeutung und das ist Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Und das sind dann auch zwei von den Eigenschaften, die der Buddha hier in diesem Text erwähnt hat. Caritas, das englische Charity, hat diese zwei Bedeutungen. Geben, Großzügigkeit, ja, Hilfsbereitschaft. Und Cicero redet über Benevolentia, Wohlwollen. Ja, und das ist einfach ein Wort für Metta. Ja, Metta ist Wohlwollen aller Lebewesen gegenüber. Also es gibt hier große Übereinstimmungen zwischen, was der Buddha über Kalyanamitra sagt und was Aristoteles und Cicero über Freundschaft sagen. Ja, dann geht der Buddha weiter und sagt dann auch noch, wenn wir so und so handeln, dann werden unsere Freunde das Folgende für uns tun. Ja, also wenn wir als Freunde handeln, unsere Freunde als Freunde behandeln, dann werden die Freunde das Folgende tun. Erstmal, sie sorgen dafür, dass es uns gut geht. Wenn es uns, und vor allem sorgen sie dafür, wenn wir vielleicht mal die Neigung haben, uns selbst zu vernachlässigen oder nicht für uns selbst zu sorgen, dann werden die Freunde das für uns tun. Also die Freunde halten ein Auge auf uns. Wie geht es uns? Ja? Sorgen wir nicht für uns selbst, dann wird unser Freund für uns sorgen. Die Freunde hüten unsere Besitztümer. Also wenn wir nicht zu Hause sind, werden die Freunde dafür sorgen, dass das, was wir haben, nicht von anderen weggenommen wird. Die Freunde beschützen uns, wenn wir in Gefahr sind. Sie lassen uns nicht im Stich. Vor allem, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Und das ist ein interessanter Punkt, ja. Das bringt wieder dieses Element von Treue und Zuverlässigkeit rein. Und zeigt auch wieder, dass wirkliche Freundschaft weitergeht als diesen Bereich von, ja, mein Freund ist nützlich für mich oder gibt mir Freude. Ja? Auch wenn die Nützlichkeit verschwindet, wenn die Freude nicht mehr da ist. Also wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann lassen unsere Freunde uns nicht im Stich. Und letztens sagt dann der Buddha, Freunde respektieren uns und unsere Angehörigen. Ja, das war das Sigolovara Sutra. Dann möchte ich noch ein zweites Sutra erwähnen, das Gosingabal Sutra. In diesem Sutra leben drei Freunde zusammen, drei Schüler des Buddha. Anuruddha, Nandiya und Kimbiya. Und diese Freunde leben zusammen im Wald, sie meditieren zusammen, oder vielleicht mal auch alleine, aber sie leben jedenfalls zusammen und sorgen füreinander und sprechen zusammen über den Dharma, versuchen so voneinander zu lernen und ihren Verständnis zu vertiefen. Und der Buddha ist mal neugierig, wie es mit diesen drei Freunden geht. Also der Buddha geht auf der Suche und findet sie im Wald. Er begegnet erstmal eine Art von Wächter, die da ist, die dafür sorgt, diese Wächter sorgt dafür, dass diese drei Freunde ungestört im Wald sein können, ja, dass da niemand reinkommt. Und der Buddha spricht dann diese Wächter an und sagt, ich möchte gerne in diesen Wald rein. Und der Wächter sagt, geht nicht, hier sind drei Menschen, die versuchen, spirituell zu praktizieren. Aber dann
Anuruddha hört das und geht zu diesen Wärtern und sagt, nee, lass doch diesen Menschen rein, er ist unsere Lehre, er ist der Buddha. Und der Buddha kommt dann zu diesen Freunden und fragt, wie es Anuruddha und Nandiya und Kimbia geht. Und Anuruddha erzählt dann, wie sie zusammenleben und erzählt, wie sie füreinander sorgen, dass wenn sie morgens in ein Dorf reingehen, um Almosen zu betteln, dass derjenige, die am ersten zurückkommt, einfach dafür sorgt, dass diesen Ort, wo sie sind, dass das alles sauber ist, ja, dass da Trinkwasser gibt, dass Schmutz weggeräumt ist. Ja. Er erzählt, wie sie im Schweigen zusammenleben und dennoch einander völlig verstehen und ja wissen, was ineinander so abläuft. Er erzählt, dass sie einmal in der Woche zusammenkommen, um über den Dharma, über die Lehre des Buddha zu reden. Und es wird dem Buddha klar, diese drei Menschen leben in vollkommener Freundschaft miteinander. Und er lobt diese Freundschaft zwischen den drei. Und dann deutet er auch an, dass all diese drei Freunde, diese drei Mönche Erleuchtung erlangt haben. Also diese Geschichte hat bei mir so ein paar Gedanken ausgelöst. Erstmal, dass der vollkommene Freund der erleuchtete Freund ist. Oder Erleuchtung ist Freundschaft. Und Freundschaft ist Erleuchtung. Und das ist ganz interessant, weil damit schaffen wir auch wieder die Verbindung mit Alre of Rivaux, der gesagt hat, Gott ist Freundschaft und Freundschaft ist Gott. Das ist auf eine ganz andere Ebene. Aber es ist interessant zu sehen, dass jetzt im Buddhismus eigentlich auf einer höheren Ebene, eine viel höhere Ebene, eigentlich das Gleiche zurückkommt. Freundschaft ist Erleuchtung, Erleuchtung ist Freundschaft. Und die zweite Gedanke, die bei mir hochgekommen ist, dass der Buddha als der Erleuchtete par excellence, der Buddha ist der vollkommene Freund aller Lebewesen. Und das ist auch immer, wie er sich verhalten hat und was in seine ganze Lehre zum Ausdruck kommt. Der Buddha ist ein Freund für alle Lebewesen. Ich werde da am Ende meines Vortrages nochmal darauf zurückkommen. Okay, dann jetzt das dritte Teil von meinem Vortrag. Wie können wir spirituelle Freundschaft praktizieren? Wie können wir Kalyana Mitra praktizieren? Oder wie können wir spiritueller Freund sein für andere Menschen? Erstmal, wenn man spiritueller Freund sein will, muss man anfangen, auf der einfachen Ebene Freund zu sein. Man braucht erst nochmal das Spirituelle nicht reinzukommen, aber erstmal Freund sein für einen anderen Mensch. Dann kann man all diese anderen Sachen schon reinbringen, die ich über Aristotel und Kikero gesagt habe und so weiter. Das Element von Großzügigkeit, von Hilfsbereitschaft, die ethische Dimension. Ja. Man sagt oft, er findet Freundschaft, wer versucht, ein Freund zu sein. Ja. Man soll nicht einfach abwarten, bis mal jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte dein Freund sein. Wenn man das macht, dann kommt niemand. Ja. Man muss selbst rausgehen und Freund sein. Und dann wird man merken, dass Freunde zu uns kommen. Also Freundschaft wird man finden, wenn man Freund ist. Ein sehr wichtiges Element der Freundschaft ist Kommunikation. Und da wollte ich noch ein paar Worte sagen über die Verbindung zwischen Freundschaft und die ethische Dimension. Es gibt im Buddhismus vier Sprachvorsätze, vier ethische Grundprinzipien, die mit Sprache zu tun haben. Und die will ich kurz erwähnen, weil die haben sehr viel mit Freundschaft zu tun. Der erste Sprachvorsatz, ja, die erste Lebregel in Kommunikation, ist, dass unsere Sprache wahrhaftig sein soll, so wahrheitsgetreu sein. Also in unserer Freundschaft sollen wir wahrheitsgetreu sein. Wir sollen ehrlich sein und nicht unseren Freund nicht belügen. Wir sollen direkt und offen mit unserem Freund kommunizieren. Aber dabei soll man auch in Betracht nehmen, dass es noch einen zweiten Vorsatz gibt. Und dieser zweite Vorsatz ist, dass unsere Sprache auch freundlich und passend sein soll. Also unsere Kommunikation soll schon wahrhaftig sein, aber auch immer freundlich und mit Liebe, mit Metta sein. Ja? Also manchmal kann man Wahrhaftigkeit benutzen als ein Messer.
was man in eine andere Person reinsteckt. Das ist nicht wirklich wahrhaftige Rede. Wahrhaftige Rede ist auch liebevolle Rede, freundliche Rede, ja, und passende Rede, angebrachte Rede. Dann, der dritte Sprachvorsatz ist, dass unsere Rede soll hilfreich sein. Ja, wir sollen durch unsere Sprache, durch unsere Kommunikation mit unserem Freund auch helfen. Und vor allem spirituell helfen, wenn das in unseren Möglichkeiten liegt. Ja, unserem Freund zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich gegenseitig, dass auch unser Freund uns spirituell weiterhelfen kann mit hilfreicher Rede. Und dann der vierte Sprachvorsatz ist, dass unsere Sprache harmonisierend sein soll. Durch unsere Sprache sollen wir mit unserem Freund mehr zusammenkommen. Wir sollen das in unserer Sprache vermeiden, was uns trennt. Ja. Wir sollen Consensio versuchen anzustreben. Ja. Einstimmigkeit. Also, die ethische Dimension in der Freundschaft beschäftigt auch sehr sich mit unserer Kommunikation, die Qualität unserer Kommunikation. Wenn unsere Kommunikation wirklich ethisch ist, wird das unsere Freundschaft vertiefen. Ja, dann, wie kann man sonst noch spirituelle Freund sein? Spirituelle Freund sein bedeutet, bereit zu sein, diesem Freund seine Liebe zu geben, sein Metta zu geben, seine Gefühle zu geben. Das bedeutet, dass man sich auch emotional öffnen muss für diesen Freund und wirklich bereit sein zu geben. Spiritueller Freund zu sein kann auch bedeuten, wirklich durch unsere eigene Praxis von spirituellen Übungen ein Beispiel zu sein und eine Quelle von Inspiration für unsere Freund. Als Freund können wir unsere Freund ermutigen, an sich selbst zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Wir können unsere Freund auch, wenn es nötig ist, herausfordern, an sich selbst vorbeizuwachsen, nicht einfach zufrieden zu sein mit was er ist, aber weiterzugehen. Ich möchte hier nur kurz sagen, wenn ich über Freund rede und er, das schließe ich alle ein, ja, also Männer und Frauen, das mache ich keinen Unterschied. Ja, was das bedeuten kann, dass man manchmal auch seine Freunde kritisiert, wenn das für diese Freunde hilfreich ist. Also auch diese Bereitschaft haben, Kritik zu üben. Und eine Spiegelfunktion zu haben. Wirklich unsere Freund zu zeigen, wie er ist, so dass er davon lernen kann. Es ist sehr, sehr schwierig, alleine sich selbst kennenzulernen. Ja? Wirklich zu wissen, wer man ist, was man ist. Gerade in Kommunikation, in Kontakt mit anderen Menschen und vor allem in Kontakt mit Freunden kann man sich selbst kennenlernen. Ja, weil unsere Freunde zeigen uns, wie wir sind, spiegeln uns zurück. Aber das ist alles nur eine Seite von Freundschaft, dass man Freundschaft bietet. Die andere Seite muss auch da sein. Und das ist, dass man Freundschaft akzeptieren kann. Dass man die Liebe annehmen kann, die man kriegt von dem Freund. Das ist schwierig. Es ist manchmal viel einfacher zu lieben, als Liebe anzunehmen. Weil das ist manchmal bedrohlich. Jemand kommt vielleicht zu viel in unseren Raum herein. Wir haben die Neigung, das manchmal so abzuschütten und zu sagen, nee, nicht weiter als hier. Also spirituelle Freundschaft bedeutet auch, diese andere Person reinzulassen. Und ja, uns für diese andere Person zu öffnen. Offen zu sein für seine Ermutigung und Herausforderung. Und bereit zu sein, zu lernen. Also bisher habe ich eigentlich Freundschaft so mehr beschrieben als etwas, was zwischen zwei Menschen stattfindet. Ja? Zwischen zwei individuellen Menschen. Aber im Buddhismus ist spirituelle Freundschaft nicht nur das. Es ist auch eine spirituelle Praxis, die sozusagen in einer breiteren Gemeinschaft stattfindet. Und zwar in der spirituellen Gemeinschaft. Freundschaft ist das, was die spirituelle Gemeinschaft charakterisiert. Das buddhistische Wort für spirituelle Gemeinschaft ist Sangha. Und Sangha ist eine von den drei Kleinoden, eine von den drei Juwelen. Das sind die drei Sachen, die für einen Buddhist am allerwichtigsten sind. Das, was am allerkostbarsten ist. Und diese drei Kleinoden sind der Buddha, der Dharma und der Sangha. Der Buddha ist die Verkörperung des Ideals des Erleuchtungs, das, was wir selbst erreichen können und erreichen wollen.
Der Dharma ist eine Lehre, der Weg zu diesem Ideal. Und der Sangha ist die spirituelle Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von allen Menschen, die die Lehre des Buddha folgen. Also diese drei Kleinode zeigen, dass der Sangha, diese spirituelle Gemeinschaft im Buddhismus sehr, sehr wichtig ist. Ist eigentlich genauso wichtig als der Buddha und seine Lehre, der Dharma. Also der Sangha ist ein absolut zentrales Begriff im Buddhismus. Und wir versuchen als Buddhisten ein Sangha zu sein, eine spirituelle Gemeinschaft. Und der Sangha ist nur wirklich eine spirituelle Gemeinschaft, wenn die Beziehungen zwischen den Mitgliedern dieses Sangha gekennzeichnet sind von spiritueller Freundschaft. Also ein Sangha ist ein Netzwerk von spirituellen Freundschaften. Unsere eigene Bewegung, die FABO, versucht ein Sangha zu sein. Versucht ein Netzwerk von Freundschaften zu sein. Im Grunde sind wir das vielleicht noch nicht oder nicht immer. Also Leute, die zu mir zum Zentrum kommen und zum ersten Mal hier sind oder vielleicht noch nicht so oft hier sind, sind erstmal Teil von einer positiven Gruppe, würde ich sagen. Eine Gemeinschaft, ja, die versucht, Freundschaft zu entwickeln. In diesem Sinne ist die FABO dann noch kein wirkliches Sangha. Aber wenn die Freundschaften sich entwickeln, wenn da wirklich Freundschaften entstehen, wird die Gruppe mehr und mehr Sangha, wird mehr und mehr eine spirituelle Gemeinschaft. Und ja, je mehr Freundschaft es in den FABO gibt, desto mehr wird unsere Bewegung ein Sangha sein. Ich möchte noch ein paar Wege nennen, um Freundschaft in Sangha zu entwickeln. Erst ist es mal sehr wichtig, einander zu treffen. Wenn man einander nicht begegnet, kann man auch keine Freundschaft haben. Also, dass man einander trifft. Entweder hier im Zentrum oder außerhalb des Zentrums. Und das braucht nicht notwendig immer im Körper zu sein. Ja? Man kann auch einander anrufen oder einander schreiben. Oder aneinander denken. Auch das ist eine Art von Kontakt, von Begegnung. Einander in der Meditation haben. Also wenn man Freundschaft entwickeln will, dann ist es wichtig, dass man im Bewusstsein, dass diese andere Person im Bewusstsein präsent ist, im Bewusstsein anwesend ist. Und dass da auch dann Begegnungen stattfinden. Und ja, je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, Freundschaft zu vertiefen. Also Freizeit miteinander zu verbringen, miteinander zu spielen, was es auch ist, ja, ins Kino zu gehen oder Tasse Tee miteinander zu trinken oder zusammen zu meditieren oder über den Dharma zu reden, aber einfach Zeit miteinander zu verbringen. Für manche geht es so weit, dass sie sagen, wir wollen nicht nur unsere Freizeit miteinander verbringen, wir wollen auch miteinander wohnen, ja, unsere Wohnzeit miteinander verbringen. Und Leute entscheiden sich dann, in einer spirituellen Wohngemeinschaft zu leben. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten. Ja, wir haben hier gerade in Essen ein erstes Geschäft geöffnet, wo Buddhisten zusammen arbeiten und so die Zeit miteinander verbringen. Und letztendlich, ein Weg, um Freundschaft zu entwickeln, ist, zusammen den Dharma zu praktizieren. Weil die Freundschaft ist letztendlich, hat als Essenz sozusagen, dass man das gemeinsame Ideal hat, sich spirituell zu entwickeln. Und dieses gemeinsame Ideal wird dafür sorgen, dass diese Freundschaft zusammenbleibt und sich vertiefen kann. Ja, ich möchte jetzt noch mit einem Punkt abschließen. Ich habe vorher erwähnt, dass der Buddha der vollkommene Freund ist. Ja, der spirituelle Freund für alle Lebewesen. Aber dann kommt eine Frage hoch. Wenn das so ist, wie äußert sich denn diese erleuchtete Freundschaft des Buddha? Wie kann man es merken? Der Buddha selbst ist, als erleuchteter Mensch, ist vor 2500 Jahren gestorben. Er ist ins Nirvana, Parinirvana hineingegangen, sagt man. Aber der Buddha als erleuchtetes Bewusstsein, davon kann man nicht sagen, dass er gestorben ist. Ja? Man kann auch nicht sagen, dass er noch lebt. Es ist eine andere Kategorie. Es ist, was der Buddha wirklich ist, als erleuchtetes Bewusstsein, ist unbegreiflich und ungreifbar. Es ist außerhalb Zeit und Raum. Aber dennoch
können wir die Freundschaft des Buddha in zweierlei Weisen erfahren. Erstmal durch seine Lehre. Der Buddha hat uns seine Lehre gegeben und die Lehre, der Buddha ist nicht mehr da, aber der Lehre, die Lehre ist noch immer da. Die Lehre inspiriert uns immer wieder und ermöglicht es uns weiterzuentwickeln. Und dann die zweite Weise, worauf man die Freundschaft des Buddha erleben kann, ist durch die eigene Praxis von spiritueller Freundschaft. Wenn wir selbst wahre Freundschaft üben, werden wir in unseren besten Augenblicken eine Erfahrung davon kriegen, wie es ist, erleuchtet zu sein. Wie beschränkt und verläufig diese Erfahrung auch ist. Aber es ist durch diese Erfahrung, eine Erfahrung von selbstloser Liebe, von Expansion und von Befreiung. Es ist durch diese Erfahrung, dass wir die Freundschaft des Buddha erleben können. Diese Erfahrung von wahrer Freundschaft ist das Geschenk, das der Buddha alle Lebewesen gibt, die seine Lehre ernsthaft praktizieren. Thank you.